In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben. Einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Toll. Dunkle Gestalten, alter Mensch, kehrt und erzählt vergessene Geschichten, glaubt Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, bei Kehrt und Erzählt. Die Kapitel, eine wunderschöne Gegend. Es lohnt sich, sie anzusehen. Und zwei Bauern, die sich streiten. Und noch jemand, der eine Rolle spielt. Und dann noch eine vierte Person, die eine Rolle spielt. Erlebt. Ich hab's gefunden. Wissen Sie was? Kommen Sie am besten mit und sehen es sich selbst an. Sie werden es nicht bereuen. In der Kapille, einer märchenhaft schönen Gegend zwischen Imst und den Teilwiesen, soll von alters her ein Putz gehaust haben, der den Bauern die Wasserschaufeln verstellt und sonstigen Schabernack trieb. Schließlich ward er seines Treibens müde und es wuchs Gras über ihn und seine Taten. Generationen hindurch rührte sich nichts mehr, aber siehe da, eines Tages lebte der Spuk wieder auf. Schön. Einfach schön.
Zwei Angrenzer, dort selbst der Batzler und der Tanzer, waren im Streit um das Wasserrecht vor Gericht gekommen. Dieses entschied zugunsten des Batzlers, der seine Wasserrot urkundlich nachzuweisen vermochte. Allein der Tanzer, auch Thalfterer genannt, gab sich deshalb noch lange nicht geschlagen. »Der Kapillgeist soll dich jedes Mal verfolgen«, verwünschte er seinem Prozessgegner, »so oft an Wasserwahl aufmachst.« Tatsächlich bekam es das an sich etwas ängstliche Patzerbeuerl von diesem Tage an mit Geistererscheinungen zu tun. »Ich höre Wasser. Ich glaube, ich hab's gefunden.« Plötzlich ein Aufschrei aus der Patzlers Kehle, denn der Geist war erschienen. Ein zweiter, ebenfalls in Weiß gehüllter, stürmte heran. Weit von sich schleuderte das Bäuerl sein Kratzle und schickte sich an, die Flucht zu ergreifen. Also was mich bei dieser Geschichte verrückt macht, alle sprechen nur von diesen beiden Herren, die sich als Geist verkleidet haben, aber alle vergessen, dass es da wirklich einen Geist gegeben hat. Niemand redet davon. Aber dass dieser Geist noch irgendwo herumschwirrt, das ist doch offensichtlich. Leute, ich hab's da oben gesehen. Ich hab's gesehen, ich hab's gespürt. Das war nicht irgendjemand, der sich als Geist verkleidet hat. Nein, das war ein Geist. Ich hab's gespürt. Aber niemand redet davon. Ja, ich weiß, die Gegend da oben ist wunderschön. Da kann ja gar nichts Schlimmes sein. Aber vielleicht ist es gerade deshalb so. Weil die Gegend so schön ist. Und weil es die Leute dorthin treibt. Vielleicht denkt ihr mal daran. Vergesst nicht auf meinen YouTube-Kanal. Aktiviert auch am besten gleich die Glocke, damit ihr neue Folgen nicht versäumt. Und wenn ihr mal oben wart auf der Kapille, dann schreibt mir doch eure Eindrücke von dort oben. Besucht doch bitte auch die verlinkten Webseiten der Partner und der Auftraggeber. Und schaut auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Und passt gut auf euch auf. Gute Nacht.